So, hier ist Radio Ettershausen. Wir sind heute wieder mal beim Hubert Henneberger in Frischdockern. Da bin ich immer besonders gern, weil er hat, man sieht es hinten aus, eine wunderschöne Aussicht und deswegen sitzen wir heute auch im Freien. Hubert, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich wollte mich bei dir nochmal bedanken, Hubert. Du hast uns ja in Rödelsee am Mittwoch letzte Woche, am 29. war das, mal sozusagen Mäuschen sein lassen, als wir mal kurz dabei sein durften, als sich Makler treffen und mal über die aktuelle Entwicklung sprechen. Das ist sehr interessant. Das sind ja normalerweise eben nur Makler und keine Kunden zugelassen. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz auch erklären, der Unterschied zwischen einem Makler und einem normalen Versicherungsagenten einer x-beliebigen Versicherung. Das wäre vielleicht mal interessant. Oder? Ja, da müsste ich fast ein bisschen ausholen. Aber man kann mit ganz einfachen Worten erklären, ein normaler Versicherungsmakler macht alles das, was mit versicherungstechnischen Sachen zu tun hat. Ob das jetzt eine Haftpflichtversicherung oder ähnliche Dinge sind, die jeder im Haushalt braucht, das machen wir natürlich genauso mit. Der normale Makler hat vielleicht ein bisschen höhere Ansprüche, dass er auch Anlagestrategien mitvermitteln darf. Und letzte Woche am Mittwoch waren die absolut qualifizierten Makler da, weil ganz bestimmte Produktschienen dürfen in Deutschland nur noch wenige Makler machen. Es haben sich viele Gesellschaften vom Markt verabschieden müssen aufgrund von neuen Kriterien, von neuen gesetzlichen Vorgaben. Und es haben sich auch viele Makler zurückgezogen, weil sie die Qualität und die Qualifikation, diese hochqualifizierten Produkte und die wirklich tollen Gesellschaften nicht mehr vermitteln wollen, sondern einfach auch nicht mehr vermitteln dürfen. Gut, der Herr Geier hat es ja treffend gesagt, wie viele sind vom Markt verschwunden, gerade die geschlossenen Fonds. Ja. Ich habe ja als Steuerberater mich auch immer auf Makler verlassen. Der Vorteil von den Maklern ist, sie sind ja sogar verpflichtet im Versicherungsbereich immer die Versicherungsgesellschaften auszusuchen, die a günstig und auch vor allen Dingen hervorragende Bedingungen Richtig. Haben. Das heißt, man darf sich da nicht wundern, wenn man ein Jahr bei der Kfz-Versicherung sowieso ist und ein Jahr später bei der nächsten. Die machen ja auch nicht irgendwelche 5-Jahres-Verträge, sondern die machen das sehr variabel, damit Richtig. Sie auch wieder mal so eine Art, die arbeiten ja auch im Grunde genommen mit vielen Gesellschaften zusammen und suchen sich da immer das Beste. Was nicht immer das Günstigste sein muss, aber doch. Ja, aber das ist die Verpflichtung eines Maklers, eigentlich jedes Jahr bei Jahresverträgen zu gucken, gibt es Gesellschaften, die sich in der Zeit auch tariflich verbessert haben, um dann ihrem Kunden und ihrem Anleger zu vermitteln, dass da ein Wechsel vielleicht notwendig oder sinnvoll sein kann. So ist es. Ganz genau. Man unterschreibt einen Maklervertrag und zum der Beispiel. Makler ist dann verpflichtet, der protokolliert das auch alles und der kümmert sich dann darum, dass man überall... Das ist aber das normale Basisszenario für normale Versicherungsberatungen im eigentlichen Sinn. Gut, wir haben uns damit noch ein bisschen anders orientiert. Wir hatten ja eine Gesellschaft da, die eigentlich zum Marktführer in dem Bereich gehört, seit 2003 auf dem Markt ist, viele Milliarden umgesetzt hat und unsere Aufgabe als Berater in dem Zusammenhang oder als Finanzanlagenfachleute, die wirklich die Qualität auch von den IHKs bestätigt bekommen haben, ist ja die zu sagen, welche Tendenzen sind denn heute und in den nächsten 10, 20 Jahren erkennbar, dass diese Gesellschaften auch das umsetzen können und dann auch eine vernünftige Rendite für die Sparer dann auch da ist, weil die Sicherheit geht immer a priori vor und wenn dann noch eine vernünftige Rendite dahinter kommt, weil die Strategien einfach stimmen und die Langzeitprognosen dann auch entsprechend sind, ich sage mal ein Stichwort Infrastruktur, da wenn wir die nächsten 20, 30 Jahre genügend Aufgaben haben vor uns, und zwar weltweit, ich rede nicht alleine von Deutschland, sondern weltweit, zu sagen, ja, was gibt es denn da für Potenzial als Sparer, sich an solchen Entwicklungen zu beteiligen? Und das ist eigentlich unsere Aufgabe. Du hast ja gesehen, Hubert, also ich fand es sehr interessant, was der Herr Geier gesagt hat. Diese Passagen haben wir auch ganz bewusst dann ausgewählt. Und als er dann angefangen hat, weil wir ja doch eine gewisse Neutralität auch bewahren wollen, über Thomas Lloyd, den Namen, den hat man ja gesehen, habe ich dann auch gesagt, das lassen wir jetzt draußen, weil wir sind ja nicht da, damit er uns seine Firma oder sein Unternehmen erklärt, sondern uns ging es um die Informationen. Was definitiv hängen geblieben ist, die Tatsache ist mal schön, wenn hier die Glocke haben wir schon 12, ne?
Halb. Wobei wir das wieder unseren anderen Zuschauern erklären müssen, was halb bedeutet. Nicht zu leugnen. Ne? Aber okay. Auf jeden Fall, die Aussage war natürlich ganz klasse. Man braucht im Moment 2,2% Verzinsung, damit man sein Vermögen vom Betrag erhalten kann. Und interessant war, dass 80% der derzeitigen Anlagen diese Bedingungen gar nicht erfüllen. Richtig. Ist ja Wahnsinn. Ne? Ja. Festverzinslich habe ich jetzt bei dir gesehen, auf der Seite sind im Minus. Ne? Ja. Definitiv, ja, weil ja, es gibt da kein 2,2. Ja, ja, ne? Ja, ja. Und was auch spannend war, mal zu sagen, hier, wir reden mal gar nicht über die Rendite im Moment, die ist eher zweitrangig. Wir reden mal drüber, wo, was für Alternativen gibt es jetzt? Und dann war die Reihenfolge war spannend. Die erste Aussage war, in welcher Region investiere ich? Ne? Mhm. Die zweite Aussage war, in welcher Branche? In welcher Branche? Und das dritte hat mich dann auch, das war auch nicht die Rendite, sondern das dritte war, in welchem Partner, ja. So, über welchen Partner beziehe ich das Produkt? Weil okay, da gibt es offensichtlich auch welche, die am Ende des Jahres verschwunden sind. Unter Oder Umständen. Sein können, ja klar. Oder sein können, ja, ne? Klar. Also muss das wirklich auswählen. Also wir haben da wirklich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Ja. Und eine meiner Aufgaben ist halt, regelmäßig bei solchen Treffen dabei zu sein, um mit zu überprüfen und zu kontrollieren zu können, was macht diese Gesellschaft oder welche auch immer das sein mag, aktuell passt sie in das Konzept der Portfolioaufbaus und was machen die in Zukunft, welche Pläne haben die, wie geht es in dem Segment weiter. Und der Mittwoch war halt deswegen so interessant, weil die Firma eigentlich alle Kriterien heute und für die nächsten Jahre aus heutiger Sicht erfüllt. Und das macht uns relativ stolz, dass wir als wenige Makler, also in meiner Sparte, in meiner Qualifikationsstufe, gibt es in Deutschland noch gut 6.000 Kollegen, die diese Produktschiene überhaupt machen dürfen. Das heißt, es gibt da zwei Möglichkeiten, wenn der Kunde diese Produkte nicht kennt. Entweder, dass der Kollege sie auch nicht kennt, der als Makler tätig ist, oder dass er sie nicht darf, weil er die Qualifikation nicht hat. Also da bieten wir uns immer an, auch mal als Informationsquelle zu sagen, was gibt es denn überhaupt am Markt, was für die einzelnen Sparer im Moment sinnvoll ist. Weil es ist Produkte aus meiner Sicht, also auf unserer Seite, gibt es schon einige oder schon viele, aber die wenigsten kennen die und die Leute sind alle auf der Suche nach vernünftigen Produkten. Das war ja das, Hubert, was der Herr Geier gestern noch angesprochen hat, als ihr noch Festgeldkonten vermitteln durfte, haben die Kunden sich gefreut über die 8%. Natürlich. Und es war überhaupt total einfach. Ja. Jetzt ist es so, jetzt gibt es nichts mehr. Das heißt, die Kunden freuen sich, die haben kein positives Erlebnis mehr. Richtig. Im Gegenteil. Und ihr müsst jetzt eigentlich euch richtig anstrengen und müsst ja, im Prinzip auf die Kunden zugehen und sagen, ihr müsst euch nicht zufrieden geben mit den 0%, ja. Aber ihr müsst wesentlich mehr tun, ihr müsst mehr informieren. Ihr müsst mehr informieren, ihr habt mehr Auflagen bekommen, als er das damals erzählt hat, ja. Damals konnten ja noch Arbeitslose, die umgeschult in 14 Tagen bei der Deutschen Vermögensberatung, wurden die losgeschickt. Ja. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Komplett. Komplett, diese Leute gibt es nicht mehr, oder wenn es noch gibt, dann dürfen sie irgendwas vermitteln, was aber nicht in diese Qualitätsschiene reinpasst, die wir also machen dürfen. Also meine, ja, wie soll ich das ausdrücken, grundsätzliche Meinung ist die, dass heute Produkte wesentlich sicherer sind, als sie jemals vorher waren. Ja. Allein durch diese neuen Regelungen, gesetzlichen Vorgaben, Überprüfungen, Leistungsbilanzvorgaben und. Und wenn die Gesellschaften, die heute noch auf dem Markt sind, das alles erfüllen, kann man doch, wenn es zu den Portfoliostrukturen passt, entsprechend auch mal überlegen, ob man das nicht einmal für sich selber mal ins Portfolio reinnehmen kann. Weil man muss sich mal vorstellen, als die Grenzen geöffnet worden sind damals, als die Mauer gefallen ist, hat man ein Jahr später unqualifizierte Leute in den Anzug eingesteckt und hat die auf Lebensversicherungsfang in den Osten geschickt. Ne? Ja. Und klar sind viele davon wieder in Stornow gegangen, Hubert, aber letzten Endes muss man sich mal vorstellen, das war ja damals eigentlich schon, da ist Gott sei Dank, sind die Zeiten vorbei. Ja, da haben viele Gesellschaften viel Geld verdient, auf Kosten von, und die Zeiten sind grundsätzlich vorbei. Ich will auch ein bisschen die Angst nehmen, weil immer wieder der eine oder andere zu mir sagt, ja, wir kommen mal zu dir, wenn mal bei uns was Größeres ansteht oder fällig wird oder sowas.
Das ist nicht so. Also man kann hier einen ganz normalen Sparplan machen mit 100 Euro und mit niedrigen Einstiegssummen, dass man sagt, wenn ich heute eine Lebensversicherung rausbekomme und gar nicht mehr weiß, wohin mit diesen Geldern und nicht gleich eine sofort beginnende Rente machen will, die das Geld ja für alle Zeiten dann entsprechend schluckt, sondern dass man sagt, was gibt es denn da auf dem Markt? Ich lade jeden gerne ein, sich damit zu beschäftigen. Robert, wir Deutsche sind da auch sehr leidensfähig. Wenn es keine Zinsen gibt, dann gibt es halt keine mehr. Aber man muss sich doch einmal aufmachen und informieren, was gibt es für Alternativen. Und die Makler, wie wir es gerade besprochen haben, haben es jetzt nicht mehr, was heißt nicht mehr so leicht. Es ist alles sehr, sehr, ihr müsst Vorschriften einhalten, ihr müsst Protokolle machen, ihr müsst Qualifikationen nachweisen. Doch einmal auf den Makler zuzugehen und sich mal unverbindlich... ich kann das nur empfehlen. Weil nur nichts machen bringt auch nichts, weil... Bei Null bedeutet ja, das Vermögen wird um 2,2% weniger jedes Jahr. Also ich möchte mal auf die 2,2% vielleicht noch was sagen, weil das ist der offizielle Satz der Teuerungsrate. Die gefühlte Inflation ist einiges höher. Und wenn man jetzt mal das Ganze kombiniert mit Inflation, also Geldentwertung und was uns in der Zukunft erwartet, also da ist es eine Geldwertvernichtung eigentlich vorprogrammiert. Und ich kann jedem nur wirklich den Rat geben, zu sagen, lasst mal ein paar Informationen an sich ran, mal informieren, wir machen Informationsveranstaltungen, wir machen jetzt über Facebook entsprechende Informationsgeschichten, einfach mal zu gucken, was gibt es denn da, passt da was zu. Wir machen übrigens auch gerne mal Informationsveranstaltungen, wo jetzt eben nicht nur die Makler sich treffen, sondern wo auch mal die Leute unverbindlich kommen können. Weil jetzt wirklich anziehen können, was ja immer mal so vorprogrammiert oder prognostiziert wird, dann wird dieses Missverhältnis zwischen Geldentwertung und keine Zinsen noch schwieriger. Ja. Und im Übrigen ist es so, der Herr Geier hat es auch so schön gesagt, das Geld ist nicht weg, das hat ein anderer. Ne? Das könnte in dem anders. Fall unser Finanzminister, weil der freut sich über die 0%, weil der kann sich das Geld im Moment für 0% leihen und spart jede Menge Zinsen und zwar auf wessen Kosten, Robert? Ja, genau, auf Kosten von dem, der es vielleicht am wenigsten hören möchte, auf Kosten des Anlegers und des Sparers. Ne? Also sollte man wenigstens versuchen, noch ein bisschen was rauszumachen. Ich sage nochmal ein Stichwort, wenn jetzt zum Beispiel Großbritannien aus der EU rausfällt, übernehmen wir komplett die Milliarden, die als Nettozahler und als Zahler in die EU mit reingebracht haben. Ja. Wenn jetzt der Flüchtlingsstrom kostenmäßig greift, das sind... zwei große zweistellige Milliardensummen, die plötzlich an Mehrkosten entstehen. Wenn ein Herr Schäuble dann sagt, er hält die Null, dann frage ich mich auch, auf Kosten von was? Ja, genau. Weil stell dir mal vor, er müsste jetzt noch 6% für die Staatsanleihen bezahlen. Es ist, sind ja, Summen, ne? Ja, es sind pro Prozentpunkt ungefähr 30 Milliarden mehr Schulden. Also man kann sich davon wahrscheinlich die nächsten Jahre man könnte vermuten, dass das Ganze etwas gesteuert ist, ne? wollen wir aber nicht weiter kommentieren. Heute nicht. Also dann würde ich vorschlagen, wir genießen noch ein wenig deinen Garten. Ja, es war schön, dass du uns am letzten Mittwoch besucht hast, mal ein bisschen Einblick genommen hast in so interne Geschichten bei Maklertreffs. Also wir waren ja den ganzen Tag über sehr intensiv zusammengesessen und haben das Unternehmen auseinandergenommen. Es ist bei jedem Unternehmen so, wie wir das, also bevor wir da mehr Möglichkeiten dann bei uns einbauen. Und ich bedanke mich nochmal auch bei dir, dass du da dir die Zeit genommen hast, da ein Teil dabei zu sein. Wir bedanken uns auch, dass du uns als Experte zur Verfügung stehst. Und wir wollen ja künftig auch einmal sprechen mit dem Kaminkehrermeister, was da an neuen Dingen kommt. Wir wollen auch mal mit dem Immobilienmakler reden. Wir wollen eigentlich mit vielen Experten reden und versuchen dort eine ganz neutrale Meinung zu bekommen, weil unser Zuschauer, die sind selbst clever und intelligent genug, sich ihr eigenes Bild zu machen und wir liefern letzten Endes nur die Informationen. Wir bedanken uns und schalten zurück. Vielen Dank für den Besuch. Etwas Hausen. Bis bald. Tschüss, Robert. Tschüss.